herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Warum hast du jetzt so lange überlegt beim Intro? Ja, weil du so getan hast, als wäre ich dran fürs Intro. Ich habe jetzt über 10 Wortspiele mit Konstantinopel und Byzanz nachgedacht. Mir ist nichts eingefallen. Und dann hast du mir erlöst und gesagt, du hast ein Intro. Ich habe eins, ja. Du hast mich jetzt nur irritiert, weil du es halt langsam getan hast. Vielleicht machen wir es einfach nochmal. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast, der nicht nur Radl schieben, sondern auch Radl tragen cool macht. Sehr gut. Ich sage nur Zieleinfahrt und dort werden wir das Thema nochmal aufgreifen. Wir sind nämlich kurz vor dem Ziel in der 8. Folge unseres Transcontinental Sonderformats. Flo, bevor wir jetzt wirklich starten mit der Episode, wir wollen noch ein Gewinnspiel auflösen. Es hat nämlich von Fevertree ein feines Paket zu gewinnen gegeben. Ja, und wir haben unglaublich viele Einsendungen bekommen, 59, fast 60 Einsendungen, und das ist auch fast schon die richtige Antwort gewesen. Ja, fast. Es hat allerdings zwei verschiedene richtige Antworten gegeben, ist uns bewusst geworden. Es hat nämlich das gegeben, was wir gern gehört hätten, nämlich 41.100 Höhenmeter sind umgerechnet 68,5 Pläsch. Wenn wir es mit deiner Einheit rechnen, mit 600 Höhenmeter. Genau, 600 Höhenmeter sind es nicht genau. Ein paar Füchse da draußen haben die richtige Höhenmeteranzahl herausgefunden. Es sind nämlich nur 535 anscheinend, laut Strava oder quältich.de. Genau, und dann wäre die richtige Antwort gewesen. 76,8 Pläsch insgesamt. Und wir haben beides gelten lassen natürlich. Und wir haben jetzt da alle Namen in unserem Topf und ich spiele die Glücksfee und werde das jetzt da rausziehen. Und gewonnen hat... Ich mache es jetzt auf. Gewonnen hat Georg Lienhardt. Ja, herzlichen Glückwunsch und viel Freude mit deinem Fevertree-Paket. Ja, alles Gute, Prost, und ich versuche es jetzt, ich habe leider keinen Flaschenöffner dabei, aber man kann es mit einem Schlüsselbund sicher auch machen, das aufzumachen. Meine Finger sind ein bisschen eingeschlafen. Super. Prost, Georg. Wir haben letztes Mal aufgehört bei meinem Einkauf von neuen Schläuchen. Und du hast den Podcast beendet, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Satz, in einem Tag bin ich im Ziel. Und das werden wir uns jetzt genau anschauen, ob es wirklich in einem Tag ausgegangen ist. Warst du ungefähr, wie viele Kilometer noch vor dir liegen zu dem Zeitpunkt? Ich kann es nicht ganz genau sagen. Wir befinden uns jetzt ja, es ist der Parcours 4 geschafft, die Defektserie liegt hinter mir. Der Abdullah liegt auch hinter mir, den habe ich ja ohne wirkliches mitzukriegen auf einmal überholt, weil der noch mehr Pech gehabt hat wie ich. Das heißt, ich bin jetzt auf Platz 2 und bin am Nachmittag unterwegs Richtung Osten, genau. Und ich weiß da nicht mehr allzu viel, muss ich ehrlich sagen. Es war sehr heiß, es war die Straßen ziemlich grob und ja, ich habe mir überlegt, okay, wie weit komme ich am Nachmittag noch, was ist möglich, wo soll ich mir um ein Quartier umschauen, wo gibt es vielleicht ein Hotel, und eigentlich wäre mein Plan gewesen, bis Bursa zu fahren. Das ist eine richtig große Stadt, aber da habe ich dann bald realisiert, das geht sich nicht mehr aus, und dann war ich am Weg noch, ich habe jetzt nachgeschaut, Mustafa Kemal Pasa, ein bisschen ein schwieriger Städtenamen. Ich habe in einigen Videos oder Instagram-Postings gesagt, Mustafa City, weil ich mir nicht gemerkt habe, wie es wirklich heißt. Und hast du wieder ein feines Raucherzimmer gegönnt, oder? Dort war es ein normales Hotel, aber es war wiederum so, dass ich gar nicht gebucht habe und gar nicht voraus geplant habe. Es war vor Mitternacht. Ich wollte ursprünglich weiterfahren, habe dann aber realisiert, 70 Kilometer ist es noch bis Bursa, und das wird wahrscheinlich 3 Stunden dauern, weil du ist 500 Höhenmeter Berg drinnen, also fast ein Pläsch. Einige Hügel,
Die Straßen waren eher kleine Nebenstraßen, das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Straßenbelag nicht gut ist. Und ich habe mir gedacht, so um 23.30 Uhr jetzt noch 3 Stunden weiterfahren, macht irgendwie keinen Sinn. Und in Mustafa City hat es dann doch einige Hotels gegeben und da bin ich dann spontan einfach eingecheckt. Zu einer Zeit, wo ich normalerweise nicht ins Bett gehe, aber in dem Fall war ich mir sicher, dass das klüger ist, früher schlafen zu gehen, bevor ich dann irgendwo am Straßenrand schlafen kann, weil es nichts mehr gibt. Ja, schwierige Entscheidung, so 70 Kilometer, aber man ist schon sehr, sehr müde. Wahrscheinlich die richtige Entscheidung, aber ist natürlich schon hart, vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Aber einschlafen war trotzdem kein Problem wahrscheinlich. Einschlafen war kein Problem. Es ist ja, ich kann jederzeit einschlafen. Nach 7-8 Tagen Radfahren ist man so müde, dass du sofort einschlafst. Das ist nicht das Problem. Nur ich finde halt sehr schwierig, wenn du früher ins Bett gehst, dann stehst du auch früher auf und um 2.30 Uhr aufstehen oder so ist halt echt hart. Um 4, halb 5 oder so ist es wesentlich leichter. Weil es dann eben noch so lang finster ist, wohingegen man um 4, 5 schon in die Dämmerung aufsteht und dann in den Sonnenaufgang hineinfahrt. Und da hat man dann doch noch 2, 3 Stunden im Stockfinsteren. Ja, und warum ich auch froh war, dass ich früher in ein Zimmer komme, wo es hat vor der Stadt wirklich so einen Insektenhagel gegeben. Da bin ich irgendwo durch ein Gebiet durchgefahren, da dürften so Farmen gewesen sein, Getreidefelder oder irgendwie halt, es sind irgendwie Pflanzen recht dicht neben der Straße gestanden, da waren so viele Gelsen und Stechmücken und es hat so richtig geprasselt auf der ganzen Haut. Man hat sogar am Helm gehört, wie die ganzen Insekten einfach, es hat sich wie Hagel angehört fast, das war echt, echt schlimm und es hat mir sehr viel gejuckt und ich habe dann einige Stiche gehabt und zum Glück war jetzt nichts Schlimmes dabei oder so, aber halt die Aussicht auf eine kalte Dusche, dass das dann ein bisschen abschwillt oder abklingt wieder, war dann doch sehr verlockend. Guten Morgen an alle. Hallo, gute Prima, Servus. Jo, brav ist er. Es ist jetzt 2:45 in der Früh, ich bin gestern früher pennen gegangen, weil ich gerade in der Stadt gewesen bin und danach wäre gar nichts mehr gekommen. Und ich war wirklich, wirklich extrem fertig. Und jetzt habe ich noch 405 Kilometer mit dem Zug. Und ich hoffe, dass ich das bis Mitternacht schaffe. Das setzt mir entschädlich so fest. Ja, das will ich nur mal festhalten, bevor ich wieder vergesse, weil ich merke schon, meine Mütze wird langsam ein bisschen Mürbe. Also ich funktioniere noch ganz gut, ich bin am Radl fit und ich bin beim Nachdenken fit, aber merken tue ich mir nicht mehr alles. Da ist mir jetzt definitiv weniger. Genau. Ich schlafe alle ganz gut und genieße es. Ich kleine auch ausschlafen ab morgen. Einmal hast du es noch richtig gut, das einschätzen. Und den Scheiß heimfahren. 400 Kilometer in weniger als 24 Stunden, nicht unmöglich, aber in Anbetracht, wie weit das Rennen schon fortgeschritten ist, schon ambitioniert, sagen wir so, vor allem, weil das TCR natürlich auch dafür bekannt ist, dass der Schlussparcours nicht immer sehr einfach sein wird. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich da herumgerechnet habe. Ich habe mir irgendwie meine Komoot-Route am Handy angeschaut und habe mir gedacht, okay, mein Standort, wie weit ist es noch bis zum Ende meiner geplanten Strecke? Dann kommen noch die Kilometer dazu vom Finisher-Parcours, dann habe ich das addiert und dann habe ich schon wieder vergessen, weil dann habe ich die Zahl gemerkt vom Finisher-Parcours, vergessen, wie meine geplante Route war. Dann habe ich die nochmal nachgeschaut, dann habe ich vergessen, wie lang der Finisher-Parcours war, bis ich beides mir gemerkt habe und dann zusammengerechnet habe und mir das Ergebnis wiederum gemerkt habe. Dann habe ich es eigentlich schon wieder vergessen. Dann habe ich mir eben selber diese Sprachmemo auch geschickt, damit ich einfach das festgehalten habe, dass ich mir anhören kann, wie weit ist es noch. Und es war eben auch 2.45 Uhr, das heißt, ich habe 21 Stunden 15 Zeit gehabt. Und ich habe mir ausgerechnet, wenn ich 20 km/h Durchschnitt fahre, dann habe ich noch ungefähr eine Stunde Pause. Und so war irgendwie meine Rechnung. 20 Stunden, 20 km/h Schnitt, einfache Zahlen im Kopf zum Ausrechnen. Das schaffst du wahrscheinlich auch. Und eine Stunde Pause halt für Allfälliges zum Einkaufen. Und das hat ambitioniert, aber realistisch gemacht. Das habe ich mir einfach so fest vorgenommen. Ich wollte das unbedingt schaffen. Es ist drinnen gestanden, dass der Finish-Parcours
ausschließlich auf Asphalt ist. Und viele Höhenmeter und ich habe mir gedacht, ja, das muss einfach gehen. Das werde ich schaffen. Und hast du im Hintergrund die Hunde gehört? Ja. Ja, das war dort auch wieder ein Thema, das eigentlich im ganzen Rennen, obwohl ich in Bosnien den Biss erlitten habe, gar nicht so schlimm war, weil ich habe immer versucht, selbst zu planen, dass ich auf großen Straßen fahre, dass ich auch aufgrund dessen kleine Straßen vermeide. Ich habe zwar natürlich nicht gern, wenn viel Verkehr ist und wenn LKWs fahren, aber trotzdem ist mir lieber, es fahren LKWs und viele Autos als wie Hunde und schlechte Straßen. Deswegen bin ich immer der Typ, der lieber die großen Straßen nimmt. Und jetzt war ich in Griechenland viel auf großen Straßen unterwegs, da waren wenig Hunde oder man ist in einem Tempo unterwegs, wo die Hunde nicht nachkommen in der Ebene. Und es war eigentlich das ganze Rennen halb so schlimm. Da war Rumänien, Bulgarien oder so viel schlimmer die Jahre davor. Nur jetzt, da war es jetzt schon so, dass in dem Bereich von der Türkei, gerade auf den Anstiegen und den schlechten Straßen, war das mit den Hunden echt, echt schwierig. Gerade vor deinem ersten TCR hast du ja viel überlegt, wie du den Hunden am besten begegnest. Hast du jetzt wieder alles mitgehabt? Pfefferspray, Pfeiferl? Oder hast du die aufgrund deiner Erfahrung jetzt darauf verlassen, dass es nicht notwendig ist? Nein, ich bin darauf verlassen, dass ein Hund hat mich schon gebissen, das heißt, das Revier war markiert und die nächsten kommen nicht mehr zu mir. Nein, natürlich nicht. Ich habe den Pfefferspray dabei gehabt, den habe ich jetzt auch wirklich griffbereit gehabt, nicht irgendwo in der Tasche weit unten, sondern in der Trikottasche. Also ein Griff genügt, nur ich habe ihn weiterhin nicht verwendet. Ich habe irgendwie schon eine sehr, sehr große Hemmschwelle. Das ist wirklich nur für den allerschlimmsten Notfall. Nur zu wissen, du hast ihn da, war trotzdem gut und ich bin in einer Situation, weiß ich noch ganz genau, bin ich bergauf gefahren, habe Musik gehört, war gerade eine super Stimmung und ich habe mir halt gedacht, ja, bis Mitternacht im Ziel und es geht schon wieder gut und der Druck am Pedal passt und coole Musik und Motivation und den Anstieg schaffe ich jetzt gut. Und dann habe ich es ganz spät erst gehört, wie schon ein paar Hunde auf mich zugelaufen sind, ziemlich aggressiv wieder. Und dann bin ich halt erst sehr spät wieder stehen geblieben, weil das ist halt das, was wirklich hilft, einfach. Sobald du absteigst, die Hunde sind wie ein Spiegelbild von dir. Wenn du schnell fährst und flüchtest und irgendwie davon tigerst, dann laufen sie dir hinterher und sind aggressiv und wollen die fangen und wollen die jagen. Wenn du stehen bleibst, bleiben die auch stehen. Das ist echt total witzig. Da muss man es überwinden und das einmal ausprobieren. Es ist tatsächlich so. Du klickst aus, stößt den Fuß am Boden und der Hund setzt dich hin und schaut und beruhigt sie. Und das habe ich halt in dem Moment, weil ich Musik gehört habe, erst ganz, ganz spät gemacht, da ist es dann eher ein bisschen nochmal kritisch geworden. Aber ich habe da, glaube ich, auch was aufgenommen und kann da das jetzt vorspielen. So, die ersten 3 Stunden sind einmal gut gegangen heute. Gut in die Gänge gekommen, dann die Anfahrt nach Bursa. Das ist ja eine echt harte Strecke. Durchgehend extrem grober Asphalt, also wie wenn du so Kies auf die Oberfläche klebst, so ganz ein heller, grober Asphalt. Wahnsinnig ungut zum Fahren, Anstiege über 10%, so richtige Rampen und ich glaube über 1000 Höhenmeter alles haben, auf die 55 Kilometer und so viele Hunde. Also wirklich, Hühle sind eh, die Hunde laufen hier rum, böhnen ein bisschen und lassen die aber in Ruhe. Aber 3 habe ich, Top 3 Situationen, da sind sie echt viel aggressiv her und sind nicht mehr weggegangen. Und dann habe ich schon mein Pfefferspray griffbereit gehabt. Und du musst absteigen, stellst dich hinter das Radl, dann hören sie langsam eh auf, wenn du das entschleunigst. Aber sobald das Radl anzunehmen bewegst, geht es wieder von Touren los. Und das eine war sicher 300 Meter, wo ich rückwärts gegangen bin, Schritt für Schritt, in kleinen Schritten, ganz vorsichtig, und das Radl immer 90 Grad vor mir getragen habe. Also sobald die Ketten rasseln oder der Pfeiler vor das Licht zum Blinken anfängt, wenn du das schiebst, wäre es sofort aggressiv. Also Radl aufheben, rückwärts gehen, und sie quasi davon schleichen. Ohne dass wieder anstarten mit dem Aggressionsmodus. So, das funktioniert, das war echt anstrengend.
Wenn jetzt bin ich da in Bursa reingefahren, da sieht vom Berg schon die Riesenstadt, der hat 3 Millionen Einwohner. Und er streckt sich echt über eine riesige Fläche. Ich bin nur am Botschen biegt, aber ich bin Gott sei Dank noch fit genug in der Mütze. Ich habe gleich, als ich den Metall-Span ausgezogen habe aus dem Reifen, nebenbei schnell die Ti2 aufgeladen mit Akku-Pack. Weil es wird wahrscheinlich nicht ganz ausgehen bis ins Ziel. Und das dann, wenn man ein Zielfoto macht und du hast nicht die Scheiben vorn drinnen, sondern das gar nicht ein Ritzel, kriegst du wieder einen Shitstorm. Und nur weil die Schaltung vielleicht leer ist, und das gönne ich mir nicht, also muss ich schauen, dass genug Strom da ist, dass ich das Zielfoto auf die große Scheibe schalten kann. So, und jetzt wollte ich noch Bursa, bevor der Verkehr losgeht. Sehr schlau, die Schaltung nochmal zu laden. Nachteil an der Ti2, ich weiß, du stehst auf die Schaltlogik und alles, was damit zusammenhängt, aber während der Fahrt kann man sie nicht laden, die neue zumindest nicht, mit Stecker hinten am Umwerfer statt im Lenker. Man kann es nur machen, wenn man nicht schaltet. Also auf einer Ebene würde es vielleicht gehen, aber es stimmt schon, eigentlich geht es nicht. Und deswegen habe ich mich zum Glück daran erinnert, dass ich das jetzt während den 10 Minuten mache, während ich da mein Radl wieder repariere. Und ich muss ja da sagen, ich habe es im ganzen Rennen nur 2 Mal anstecken müssen. Also sie hält jetzt schon echt lang. Aber natürlich, wenn sie komplett leer ist, dann hast du auch ein Problem. Was natürlich in der Theorie für mich jetzt gut klingt, okay, ich steige ab vom Radl und der Hund beruhigt sie. Aber sobald ich mich wieder aufschwinge, bellt er mich wieder an, der Hund. Dann, wie lange muss ich da stehen? Wann geht der Hund wieder weg? Ja, in dem Fall, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Ich habe wirklich schon eine Hand um Pfefferspray gehabt und ich dachte, nein, das muss anders gehen. Irgendwie, sie sind ja arme Geschöpfe, wenn sie irgendwo quasi wild leben oder so und ich will es jetzt nicht noch weiter irgendwie ihnen Schmerz zufügen. Das schaffe ich irgendwie auch nicht, Pfefferspray. Und ich bin nicht wirklich so langsam und in so kleinen Schritten rückwärts gegangen, weil man gedacht hab, vielleicht merken sie es dann nicht und verzichten drauf, wieder quasi anzustarten mit dem aggressiven Modus. Und ich war dann wirklich so ein paar Meter entfernt und dann sind sie halt erst wieder hergekommen. Es hat insgesamt 15, 20 Minuten gedauert oder so. Es war wirklich lang. Also es war gefühlt 200, 300 Meter, da ich so in kleinen Schritten rückwärts gegangen bin, bis dann endlich irgendwie das Gefühl gehabt habe, ja, sie sind jetzt schon weit weg von ihrem zu Hause und jetzt ist vielleicht steht's nicht mehr dafür, dass sie immer noch aggressiv sind und dann sind sie quasi heimgegangen. Es hat wirklich länger gedauert, nur ja, wenn du halt das Rad vor dir hast, dann können sie ja nicht wirklich was tun, weil sie laufen direkt zu dir und nicht ums Rad drumherum und dann hast du so quasi so eine kleine, wie ein Zaun vor dir, wie so eine Barriere. Ja, und da muss jeder selbst wissen, wie er damit umgeht. Ich habe dann schon eine Geschichten gehört, wo halt zu Sprays gegriffen worden ist. Und auch von Leuten, die sagen, sie haben selber einen Hund oder sie sind selbst tierlieb oder ernähren sie vegan, das heißt definitiv Tierliebhaber. Aber sie sagen ja halt auch, so ein Spray ist jetzt nicht so schlimm. Nur ich habe sie irgendwie trotzdem nicht übers Herz gebracht. Hast du jetzt in Bursa noch einmal einen Schlauch nachgekauft? Weil jetzt hast du eigentlich nur mehr einen. Nein, es war ja einmal ein glattes Loch zu sehen und ich mir gedacht, okay, diese beiden Schläuche, die ich mir noch gekauft habe, die kalte ich mir noch auf. Also ich weiß ja nicht, wo es noch alles kommt. Und wenn es so ganz klar ist, wo das Loch im Schlauch ist, dann habe ich es einfach noch mit geklebt. Ich habe mir gedacht, einen Joker bzw. 2 Joker im Ärmel zu haben, ist sicher kein Fehler. Und es war generell dann, ich war sehr froh, dass ich trotz allem Bursa noch durchquert habe, bevor es richtig losgegangen ist mit dem Verkehr. Es ist die Sonne aufgegangen, es haben die Autos auf der Straße zugenommen, aber wir waren dann schon so quasi am Ortsende. 3 Millionen Einwohner ist schon eine echt große Stadt, doppelt so groß als Wien. Und ich war dann schon am Ortsende, wie es richtig losgegangen ist mit dem Schwerverkehr. Aber der Verkehr hat mich wieder mal ans Ram erinnert. Wir haben schon ein paar Analogien gefunden und es war jetzt wirklich bis zum Ziel hin, es war echt so Appalachen-Gegend. Es hat angefangen nach Bursa mit dem Appalachian Highway, also 2 Spuren pro Richtung, großer Pannenstreifen, viel LKWs, viel auf und ab. Eigentlich sehr laut und sehr unangenehm,
Aber wie gesagt, immer noch lieber als die Variante, es hätte dann oben an der Küste eine Straßen gegeben, wirklich so mit vielen Kurven, mit ein paar Auf- und Abs. Da hat die Straßen wieder recht schlecht ausgeschaut und die haben mir halt beim Planen und beim Schauen der Google Street View Bilder für das entschieden, dass ich da im Süden auf der großen Straße bleibe. Habe ich ja nicht bereut, aber war wirklich so, ja, Ram-Feeling irgendwie. Und dann ist das nämlich noch eklatanter geworden, dann bin ich von dem Highway abgefahren und dann sind die richtig steilen Anstiege gekommen. Es ist heiß gewesen, es waren steile Straßen, die Straßen sind kleiner geworden. Kurz bin ich da in Iznik, das ist so eine vorletzte große Stadt quasi, entlang von einem Seeufer gefahren und dann jetzt abbogen in die Berge. Und das Ziel, um Mitternacht anzukommen, war nach wie vor aktuell. Also ich war immer noch auf Kurs, ich hätte einen 21 oder 22er Schnitt gebraucht. Das heißt, von dem her war noch alles drinnen. Wenn ich zum Beispiel die Hunde-Attacke-Pause abrechne, habe ich mich bis dorthin recht gut weiter fortbewegt. Werbung. Flo, wir haben wieder einen Live-Podcast-Termin. Ja, ich freue mich riesig. Wir fahren in die Oststeiermark, kann man das so sagen, nach Paseil. Richtig, ja, nach Paseil. Und das Ganze wird passieren am 11. Oktober, also schon sehr bald. Es wird eine Charity-Veranstaltung sein, das heißt, wer sich ein Ticket kauft, unterstützt damit auch den guten Zweck, nämlich die Ride for Hope Charity. Und die Tickets wird es ab 2. September geben, und zwar auf sitzfleisch.net oder ultracyclingshop.com. Und bis dahin haben wir genug Zeit, uns ein cooles Programm zu überlegen. Du zumindest, weil ich werde wie immer tiptop vorbereitet auf der Bühne stehen. Ja, es wird definitiv sehr, sehr unterhaltsam werden. Wir haben schon Gast bzw. Gäste in Aussicht. Das bleibt jetzt aber noch ein bisschen eine Überraschung. Es wird auch Lose zu kaufen geben. Das heißt, wir haben da ein paar wirklich schöne Goodies, die verlost werden unter allen, die vor Ort sind. Also da kann man online nicht mitmachen. Und wir werden sicher einen Spaß haben. Und vor allem jeder, der da ist, kann dann auch gerne Fragen stellen und die werden wir dann besprechen. Das Ganze findet statt im Gasthaus Schrenk. Da kann man auch sehr gut essen, unter anderem das Sitzfleischmenü gibt es dort auch und wird präsentiert bzw. unterstützt von der Ferienregion Oststeiermark. Wir sehen uns am 11. Oktober in Paseil. Werbung Ende. Wiegt. Bursa, bei wenig Verkehr, jetzt kommst du Istanbul und Metropolregion Istanbul immer näher. Verkehr wird immer mehr. Wie ist eigentlich so der Verkehr an sich? Wie sind die Autofahrer so drauf? Ja, ich habe keine einzige schlechte Erfahrung gemacht, wirklich nicht. Wie der Markus bei uns zu Gast war, der durch ganz Europa geradelt ist und jetzt gerade die Panamerikaner fährt und uns immer wieder mal verlinkt in seinen Stories. Also liebe Grüße aus Graz, lieber Markus. Aber ich kann mich nur an die Geschichten erinnern, die er uns erzählt hat, dass nämlich so auf seiner Route und in seiner Wahrnehmung und in seiner Geschichte heute halt, in der Türkei eher unangenehm war und dass er gesagt hat, er ist als Hindernis betrachtet worden auf der Straße. Das heißt, ich habe mich schon mental darauf eingestellt, dass es vielleicht unangenehm werden wird. Muss aber dazu sagen, ich habe mich dort absolut wohl gefühlt. Ich bin nicht einmal geschnitten worden, ich bin nicht einmal angehupt worden, ich bin nicht irgendwie schlecht behandelt worden, weder auf der Straße noch sonst wo, wenn man mal irgendwo stehen geblieben ist oder einkaufen war. Es war wirklich toll, in der Türkei unterwegs zu sein. Und mir ist aber auch gesagt worden, dass früher Istanbul ja von der Westseite her angefahren worden ist, also von Griechenland direkt nach Istanbul, und dass es dort halt absolut unmöglich ist, eine Strecke zu finden, die Radlfahrer geeignet ist. Also dort ist wirklich anscheinend ausschließlich Schwerverkehr, dort ist wirklich schlecht zum Fahren, und deswegen halt haben wir quasi das ganze Marmara-Meer umrunden müssen, dass wir von der Ostseite nach Istanbul kommen, weil dort ist es wesentlich angenehmer. Und auch wenn die Straßen teilweise groß waren, muss ich sagen, es war wirklich keine schlechte Erfahrung dabei. Auch die Lael Wilcox hat die Erfahrung gemacht bei ihrer Weltumrundung, hat sie Teile von Istanbul mit der Fähre umfahren, weil sie keine vernünftige Route gefunden hat und Locals ihr auch davon abgeraten haben. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du dort trotzdem durch musst oder so, dann ist es halt anscheinend wirklich ziemlich ein Höllentrip dadurch. Also
Wer auch immer noch Istanbul fährt mit dem Radl, gönnt euch 2, 3, 4 Tage Umweg und macht einmal die große Schleife ums Marmara-Meer. Es ist wirklich schön dort. Wie weit sind wir jetzt noch weg von Istanbul eigentlich? Ja, wir kommen jetzt noch von Isnik nach Izmit. Ich habe ganz lang gebraucht, bis ich mir das merke. Ich habe es während dem Rennen nie gemerkt. Beim Routenplanen auch nicht. Heute haben wir es ausgeschrieben. Und da habe ich beim Planen schon gesehen, dass es ganz, ganz schwierig werden wird durch Izmit oder Kocaeli. Eli. Ich weiß nicht, die zwei Städte sind so zusammengewachsen. Irgendwie einmal steht dieser Name dort, einmal steht dieser Name dort auf der Karte. Große Straßen, eine Band Road geht auch durch. Das heißt, man ist schon wieder eingeschränkt in seiner Routenwahl und da war irgendwie so eine Autobahn mit Eisenbahn und da hat man müssen drüber oder drunten durch und da bist du aufgrund dieser Band Road einfach fast nicht auf die andere Seite gekommen von dieser Hauptverkehrsader. Und ich habe beim Routenplanen schon überlegt, es gibt so eine Fußgängerüberführung mit Treppen, dass ich dort drüber gehe und habe erst irgendwie ganz am Schluss so eine Straße gefunden, die quasi das ermöglicht. Und dann hätte ich aber eins fast übersehen, dass es beim Routenplanen, weil halt meine Route irgendwie 600 Kilometer lang war, habe ich fast nicht gesehen, dass es ein kleines Stück drinnen hat, das war gefühlt eine senkrechte Steigung. Also das war echt auf Komoot, glaube ich, über 20% eingetragen. Ich habe es dann in live gesehen, ich bin in die Stadt gekommen und habe gesehen, vor mir geht einfach gefühlt eine Wand senkrecht in der Innenstadt nach oben. Kerzengerade, ohne Kurve. Und ich habe beim Planen gesehen, dass es da halt eine zweite Möglichkeit gibt, außen drumherum zu fahren, das auch steil war, aber das halt zumindest eine erträgliche Steigung gehabt hat. Und für welche hast du dann entschieden? Weil schieben geht ja immer. Nein, ich bin dann natürlich die nicht so steile gefahren, aber ich habe da eh eine Aufnahme gemacht und die hören wir uns jetzt an. Ich sage euch was, seit 2.30 Uhr bin ich voll am Aussiegquetschen, was geht. Und es geht halt echt noch viel. Mir taugt es wild. Aber es ist jetzt gerade, es ist halt der ganze Tag bergig und richtig viel Höhenmeter. Und das Izmit, also die riesengroße Stadt da an der Bucht, wo wir quasi durch haben müssen, da ist es in der Stadt, ich glaube einfach 800 Höhenmeter aufgegangen, richtig steil. Und seitdem geht es nur mehr viel Gas auf und ab, und im Hinterland ist wieder von der Waldinsel da oben. Also, der Schnitt ist jetzt nicht so hoch vielleicht, aber glaubt mir, der Robin war jetzt auch ziemlich langsam. Ja, oder auch müssen, glaube ich, viel mitmachen mit den Höhenmeter. Es läuft super und wenn es so weitergeht, glaube ich, bin ich auch zuversichtlich, dass ich das letzte Feuchttuch ins Ziel bringen werde. Was das genau bedeutet, haben wir eh schon besprochen. Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann, aber irgendwas haben wir mit dem Feuchttuch gedreht. Und lustig war das. Also meine Vision steht, es feucht durch Kampfhorn. Ja, also man merkt, die Lebensgeister sind wieder zurückgekommen. Also vor allem natürlich im Vergleich zum Clip vorher, wo du gerade aufgestanden bist. Weißt du noch, was genau der Running Gag war mit dem Feuchttuch? Ich habe dir mal ein bisschen aufgezogen, dass man als Lebensweisheit sich ein Feuchttuch gönnen sollte, wenn man es braucht. Genau, und man sollte eigentlich keins mit ins Ziel nehmen, weil im Ziel braucht man keins mehr. Und ich habe da irgendwie noch eins, ich habe wirklich nur mehr eins gehabt und ich glaube, das war eh so ein bisschen als Pointe an dich gedacht. Jedenfalls habe ich gedacht, okay, ich probiere das so schnell im Ziel zu sein, bevor ich das letzte Feuchttuch aufbrauche, damit ich dann im Hotel im Ziel das letzte Feuchttuch habe. Das war irgendwie, glaube ich, der Schmäh, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Jedenfalls, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich erkenne mich in ganz vielen Situationen wieder oder wenn ich das dann höre, nicht unbedingt das, was ich sage, sondern oft wie ich es sage, was man im Hintergrund hört, wie der Tonfall ist, da weiß ich einfach, da war ich wieder recht, recht gut drauf und wenn quasi Witze gemacht werden, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Wenn man gut drauf ist, dann verfliegt auch irgendwie die Zeit und die Kilometer unter einem und wenn man dann noch relativ problemlos durchkommt, dann ist man, ehe man sich's versieht,
in Istanbul? Ja, ganz so geschmeidig ist es nicht gelaufen, mitunter deswegen, weil, wie gesagt, wir sind ja da beim Ram und wir sind mitten in den Appalachen und es hat echt bis zum Schluss extrem viel steile Anstiege gegeben. Wenn ich jetzt vorher gesagt habe, dass es noch 405 Kilometer waren seit der Schlafpause und einige Höhenmeter dazu, es war oft von den Zahlen her natürlich nicht so überwältigend, wie es auch beim Ram ist, nur es fühlt sich dann nicht alles doppelt so steil und doppelt so lang an. Also dieser 800 Höhenmeter Anstieg, der war tatsächlich so und danach waren nicht alles so ganz kleine steile Wellen, teilweise so wie die Weinstraßen in der Südsteiermark, die man vom Race Around Austria kennt. Und da geht es natürlich nicht so gut dahin. Aber ich habe dann wieder mal zwischendurch auf den Zwischenstand geschaut. Es ist ja der Robin ziemlich langsam geworden am Ende. Und der Abdullah hinter mir ist auch nicht wirklich näher gekommen oder eher ein Stück zurückgefallen. Das heißt, ich habe auch von dem her das Gefühl gehabt, dass ich gut unterwegs bin. Und ja, dann ist es nicht mehr weit gewesen bis zum Finisher Parcours. Und da habe ich jetzt noch einen. Ich muss jetzt schon lachen, ich habe noch einen Einspieler und das ist irgendwie so ein witziger, ich habe den jetzt beim Vorbereiten nochmal entdeckt und ich habe selber so viel lachen müssen, was ich da, also eine Mischung aus Galgenhumor und irgendwie Zynismus und einem komischen Spruch, das ist, ich habe das sehr lustig gefunden. Aber huch jetzt bitte drauf, bevor ich auf Play drücke. Im Hintergrund hört man so ein Klopfen und ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Alter, sag euch was, ich stehe jetzt noch letztes Mal hoffentlich und tue Schlauch wechseln und in der Früh habe ich auch einen Patschen gehabt, gell? Da habe ich noch mit Pick, weil da war sofort ersichtlich, was es war, nämlich ein, wie sagt man da, Schlangenbiss. Also die zwei kleinen Löcher, da habe ich ein Patch drauf, dann ist so passt. Und jetzt ist der Schlauch anscheinend der gleiche wieder hin. Jetzt habe ich einen von den Eigen eingegeben, den ich gestern gekauft habe. Oder vorgestern, weiß ich nicht. Alter, die türkischen Schleich, bist du deppert? Ich glaube 5 mm Wandstärke. Das Gerät hat einen halben Kilo. Das bringst du fast nicht rein und der Reifen ist jetzt wie voll Gummi. Ich weiß nicht, wie viel Luft da jetzt drin ist. Voll geil. Ist wie ein, weiß ich nicht, wie ein Schwungrad. Mit einer großen Masse, die sich weiter dreht, wenn es in Bewegung ist. Ein geiler Schlauch, Alter. Wahrscheinlich ist das jetzt die Lösung für mein Reifenproblem. In Zukunft türkische Schleich und ich fahre bahnenfrei bis an mein Lebensende. Voll geil. Ah. Ich habe zwei Theorien. Es kann entweder deine neue Pumpe sein, die ein bisschen kleppert beim Pumpen, oder das ist so eine Stahlbrücke, wo du mit den Rennradschuhen drüber gehst. Nein, es muss die Pumpe sein, weil ich weiß noch, ich habe das Handy am Boden gelegt und habe während dem Pumpen mal gedacht, ich nutze die Zeit und nimm was auf. Und ganz am Ende, das ist wirklich wie, wenn du das im Drehbuch planst oder in der Nachbearbeitung so schneidest, das ist quasi mit dem letzten Wort, das ich gesagt habe, hast du im Hintergrund gehört, wie der Reifen in die Felge springt. Also wenn genug Luftdruck drinnen ist. Ja, aber das war echt, ich muss sagen, ich weiß schon, es gibt unterschiedlich dicke und sichere und leichte und schwere Schläuche, aber das war einfach ein Wahnsinn. Ich habe so massive Schläuche überhaupt noch nie in der Hand gehabt. Sie haben sich schwer angefühlt, aber ich habe sie halt einfach gekauft und eingesteckt und so wirklich mich beschäftigt damit, habe ich erst jetzt mich in dem Moment. Und ich glaube, es wird immer tubeless gepriesen. Ich glaube, mit den Schläuchen kannst du wireless fahren oder tireless, besser gesagt. Also einfach den Schlauch ohne Reifen, der ist unzerstörbar, echt. Tireless, also unermüdlich, bist du dann auch tatsächlich zum Finisher Parcours endlich gekommen. Ja, richtig. Ich will mit tireless quasi gemeint, ohne Reifen, oder was du das? Das habe ich so verstanden und habe den Ball aufgegriffen und habe das Wortspiel draus gemacht. Das Wortspiel weitergespielt. Ja, ich meine, es ist heute auch schon spät, gell? Vielleicht sind wir heute schon ein bisschen tired. Ich bin zum Finisher Parcours gekommen, ja. 120 Kilometer und 1500 Höhenmeter, sagt die Routenplanung. Und man fährt so an der Küste dahin, es geht gleich einmal am Anfang wirklich an die Küste und du glaubst irgendwie, du bist jetzt irgendwo in Italien oder Kroatien im Urlaub. Es ist wirklich so Strandpromenade, Badestrände,
Cafés direkt am Strand, Musik, also wirklich so Urlaubsfeeling. Und dann biegst du von dort noch ein paar Kilometer wieder weg, kommst in ein grüneres Tal, hast einen Anstieg. Eigentlich fängt der Finish-Parcours super an und ich habe dann bei der erstmöglichen Stelle mir was zum Essen trinken gekauft. Das war so ein kleines Geschäft und da habe ich so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich habe dort gleich mein erstes Getränk dort austrunken und fragen, wo ein Mülleimer ist, wo ich das entsorgen kann. Und der hat gesagt, ja da, überall, weißt du, egal. Und dann hat er mir das vorgezeigt, er hat mir das Flascherl aus der Hand genommen und einfach in die Wiesen geworfen. Ganz normal, der Müll wird entsorgt, indem du ihn einfach fallen lässt vor dir. Und das war ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Ja, und das war eigentlich schon die Geschichte. Ich bin dann ein bisschen verstört weitergefahren und habe trotzdem die Verpackung von meinem Eislutscher eingesteckt und wollte nicht dort entsorgen. Aber ich finde es halt schon schlimm, dass das Bewusstsein einfach nicht da ist, ein bisschen auf das Ganze, auf die schöne Natur aufzupassen und zumindest seinen eigenen Dreck dorthin zu nehmen, wo man dann gescheit entsorgen kann. Aber ja, das Thema, über das könnte man ewig reden. Du hast das angeteasert eigentlich, der Parcours sollte 100% Straßenbelag sein. Würdest du drauf wetten? Niemals. Also beim TCR nicht und bei Komoot auch nicht. Richtig. Zwei sehr unverlässliche Quellen. Und ich habe aus irgendeinem Grund mich echt drauf verlassen. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich weil es im Race Manual drinnen steht. Das ist ja das PDF quasi, die 25 Seiten Reglement und detailreiche Beschreibung der ganzen Checkpoints und Etappen und wo der Spirit des Rennens drinnen steht. Und auf das will ich mich eigentlich schon verlassen, ja, weil die Organisatoren behaupten immer, und das glaube ich natürlich, dass sie das wirklich machen, immer den Kurs, die Parcours vorher selber abzufahren. Aber ja, es hat natürlich nicht gestimmt. Es war schon da drinnen. Ich war sehr frustriert. Ich war dann darüber frustriert, dass ich frustriert bin, weil, wie du sagst, du kannst dem TCR und Komoot nicht vertrauen. Ich habe es trotzdem gemacht, war dann enttäuscht und ja, bin dann halt irgendwie schlecht gelaunt, sagen wir mal so, unterwegs gewesen. Nur falls sich wer wundert, gell, warum da nichts weitergeht am Finish-Parcours. Und beim Robin ist auch schon nichts weitergegangen und haben uns noch gedacht, vielleicht hat er am Schluss jetzt Knie weh oder ist ein bisschen eingegangen. Nein, es ist wieder eine Offroad-Passage drinnen. Alter, vom Ärgsten, steht nicht in der Streckenbeschreibung, steht nicht auf Komoot, da ist alles mit Asphalt und Straßenbeleg locker ausgelegt. Dementsprechend habe ich nichts mehr zum Essen und Trinken einkauft vor, weil ich eh gleich im Ziel bin und weil ich mich schon anspeife von dem ganzen grauslichen Fraß und jetzt weiß ich nicht, wie lange ich da noch herumgehen werde. Einen tückischen Schlauch hast du noch dabei? Kommt der noch zum Einsatz oder nimmst du den wie das Feuchttuch mit ins Ziel? Nein, das Feuchttuch hat es ins Ziel geschafft, der türkische Schlauch nicht. Zumindest nicht zusammengelegt in der Arschrakette. Ja, richtig. Er ist dann im Einsatz gewesen. Und ich weiß nicht, verstehst du das? Ist das Einbildung? Ist das falsche Wahrnehmung? Oder steckst du in der Regelmäßigkeit dahinter, dass man meistens nach solchen Passagen einen Defekt hat? Das war beim Parcours zwar so, wo meine Pumpe kaputt war. Es war schon öfters, das ist ja im Training oft so, dass du irgendeine kritische Stelle hast und 2-3 Kilometer später hast du einen Defekt. Ich meine, braucht es immer so lange, bis die Luft ausgeht? Oder verfangt sie was im Gummi, das länger braucht, bis er sie durchbohrt? Es war da so, also ich habe halt gedacht, super, die Offroad-Passage war gar nicht so lang. Ich war da sehr schlecht gelaunt. In Wirklichkeit war es ein kleiner Abschnitt, ein paar wenige Kilometer. Und dann habe ich gedacht, passt super, jetzt wirklich ins Ziel. Und dann bin ich halt ein paar Kilometer später auf Asphalt gestanden mit einem kaputten Schlauch. Das war der letzte Schlauch von dem Einmann Reparaturgeschäft, der geflickt war. Und der letzte türkische Schlauch ist du zum Einsatz gekommen. Also ich habe das ganz krass ein einziges Mal erlebt. Das war in Ruanda, das war nach der
allerletzten Gravel-Passage. Das war 50 Kilometer Gravel. Und in dem Moment, wo ich auf die perfekt asphaltierte Straße gefahren bin, das war wirklich ein Teppich. Und dann kurz vor Kigali der letzte Batschen. Also vielleicht ist er tatsächlich so, dass immer erst noch der Batschen kommt und nicht in der kritischen Passage. Kannst du dich noch erinnern zu der Zeit, wo wir noch echt Walze gefahren sind mit Rennradl, das auf der Metallrolle steht und der normale Gummireifen drauf ist? Ja, hoffentlich nicht der normale Gummireifen, sondern schon der mit den Lüftungsschlitzen, dass er nicht so schnell überhitzt, oder? Ja, aber du warst oft so, ich hab mehr Defekte gehabt beim Indoor-Training im Winter als das ganze Jahr im Freien. Und auch nicht am Ende des Trainings, sondern am nächsten Tag. Ja. Und ja, wahrscheinlich war es Überhitzung, aber ich habe es nachher angegriffen. Es war nicht so heiß und ich habe diese Klappe weggetan, damit quasi die Berührungspunkte zwischen Reifen und Rolle verschwinden. Das heißt, der Reifen war frei, da hat keine heiße Rolle drauf gedrückt und trotzdem war ein paar Stunden später die Luft draußen. Das stimmt. Es ist, so viel wir jetzt auch in diesen Rennen immer drüber reden, aber man hat einfach echt wenig Pannen, gerade am Rennrad eigentlich, im Normalfall. Also das haben wir eh schon mal besprochen, man kann echt tausende Kilometer pannenfrei fahren. Ja, man muss schon eine TCR-Strecke aussuchen, damit man endlich zu seinen Pannen kommt. Ja, aber es war dann wirklich nicht mehr weit bis ins Ziel. Es war 35 Kilometer davor. Ich weiß noch, das war so ein Wahnsinnsmoment. Ich habe natürlich die Fahrt bis Mitternacht nicht geschafft, aber ich glaube, es war kurz nach eins oder so, wo ich dann tatsächlich im Ziel war. Also ich bin richtig schnell gewesen, trotz allem am letzten Abschnitt. Und ich weiß noch, 35 Kilometer vom Ziel war der Moment, wo ich in eine Abfahrt gekommen bin und du hast dann irgendwo von der Anhöhe das erste Mal den Blick gehabt auf die riesengroße Stadt. Also Istanbul ist ja, weißt du, wie groß Istanbul ist? Riesig. Es ist wirklich riesig. Es hat 16 Millionen Einwohner. Fläche sagt man nichts, für mich sind Quadratkilometer das, was für dich Höhenmeter sind. Das ist so eine Zahl, mit der ich nicht viel anfangen kann, aber es ist halt einfach riesig. Und wenn du da von diesem Berg oben schaust und es ist alles beleuchtet, dann siehst du halt Sehenswürdigkeiten, die besonders beleuchtet sind, aber halt so weit das Auge reicht, einfach nur Lichter und Straßen und Verkehr und Hochhäuser und Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Und dann siehst du, es sind dann irgendwie so Berge und Hügeln und dahinter ist immer noch so viel Licht am Horizont, weil die Stadt dahinter einfach noch weitergeht. Und dann fährst du einfach in das Lichtermeer bergab. Das war eine Wahnsinnsstimmung. Und dann weißt du, du bist jetzt bereits in der Stadt und hast noch 35 Kilometer und das Ziel ist auch in der Stadt. Das heißt, du fährst einfach 35 Kilometer mitten durch die Stadt, ohne dass sie jemals aufhört. Nur auf der asiatischen Seite der Stadt, weil über den Bosporus fährst du ja gar nicht mehr. Nur die asiatische Seite. Man sieht irgendwie, man erkennt natürlich das Meer. Es gibt, glaube ich, drei ganz große Brücken, die halt nur für Autos sind. Also es sind Autobahnen und Fährverbindungen gibt es und Züge, weiß ich gar nicht. Jedenfalls mit dem Rad keine Chance, auf die andere Seite zu kommen. Aber die Brücken sind halt natürlich mächtig. Das sind beleuchtet, das sind riesengroß, das siehst du von weit weg. Und dann kannst du auch die andere Seite der Stadt natürlich am Horizont sehen. Durch die Lichter. Ja, einfach unglaublich. Und natürlich dementsprechend war auf den Straßen was los. Verkehrsmäßig, mitten in der Nacht. In der Stadt hat es aber dann tatsächlich kein Gravel mehr gegeben. Nein. Eine Passage, die war angezeigt auf Komoot und zwar als Stufen. Und es war tatsächlich so, die letzten 50 Meter vor dem Ziel oder so, hat es noch eine Treppe gegeben. Also das war wirklich, du bist ordentlich nach oben gegangen, unten die Strandpromenade und dann war jetzt so eine Erhöhung und oben waren dann halt so ein paar Hotels und Lokale und Wohngebiet und dort war dann das Ziel und sie haben in einer Mitteilung vor dem Start noch gesagt, es ist uns freigestellt, den letzten Kilometer selbst zu planen.
Also quasi der Finish-Parcours endet einen Kilometer vor dem Ziel und ob wir dann die von Ihnen empfohlene Route nehmen, Strandpromenade und Stiege, oder ob wir vielleicht doch selbst einen Weg durch die Stadt finden, um das Radl nicht über die Stiege tragen zu müssen, sei uns freigestellt. Aber ich habe mir dann gedacht, na, ich mache jetzt lieber keinen Fehler mehr kurz vorm Ziel. Ich trage das Radl einfach über diese Stufen nach oben. Es passt irgendwie einfach zum ganzen Rennen mit so viel Widrigkeiten und dann ist das ein würdiger Abschluss, wenn man das Radl schultert und im Cyclocross-Modus quasi ins Ziel tragt. Du bist im Ziel, du bist Zweiter, das Ziel ist wieder in einem Hotel, wieder ein Zimmer frei oder musst du dir dann noch was suchen? Nein, es war tatsächlich ein Zimmer frei. Ja, es war ein Zimmer frei und ich bin gemeinsam mit meinem Feuchttuch dann eingecheckt, habe mir dann einmal die Stirn abgewischt und mir ein bisschen sauber gemacht und habe das Feuchttuch dann mit einem lauten Jubelschrei quasi entsorgt. Und es war die Stimmung im Ziel super, es waren ein paar Zuschauer da, es hat einen schönen Empfang gegeben, es war der Robin da, wir haben noch kurz geplaudert, er hat am Schluss wirklich gelitten, er hat Knieschmerzen bekommen, die ihn am Schluss richtig langsam gemacht haben, also er hat nur 4 Stunden oder 4,5 Stunden Vorsprung ins Ziel gerettet von 9 Stunden, einen Tag vorher. Aber er hat sich auch super durchgekämpft und war für ihn, glaube ich, ein super Erlebnis. Und ich muss sagen, es gibt sicher keinen, der ein würdigerer Sieger ist als der Robin. Er war voriges Jahr schon Zweiter. Er war bei seinem ersten Antritt lange Zeit in Führung und ganz vorn dabei und hat dann eigentlich erst in der zweiten Hälfte des Rennens, sagen wir, Rookie-Probleme gehabt und sehr viel daraus gelernt. Und heuer war er einfach so stark, das kann ich nur anerkennen und ihm gratulieren. Er hat, glaube ich, in den ersten beiden Tagen das Rennen gewonnen. Man sagt immer, es entscheidet sich am Ende. Natürlich, aber wenn du nach 2 Tagen schon 8-9 Stunden Vorsprung hast, das ist einfach ein großer Polster. Und er ist am Anfang so extrem gut gefahren und hat es dann so souveräner noch verwaltet. Also von meiner Seite her, ich kann nur sagen, ich bin so froh über den zweiten Platz wie noch nie über den zweiten Platz. Ich hätte mich vor dem Start sicher nicht erfreut, wenn mir jemand sagt, hey, du wirst Zweiter werden. Aber wie das Rennen gelaufen ist, muss ich sagen, ich war echt nur glücklich, dass ich es durchgeschafft habe, dass ich durchgehalten habe und dass ich dann sogar noch Zweiter geworden bin. Und das hinter jemandem, der echt sehr, sehr gut gefahren ist. Wie bitter es noch werden kann, haben wir dann noch am Abdullah gesehen, der dann wirklich auf den letzten, wirklich auf den allerletzten Kilometern am Schlussparcours noch eine falsche Abzweigung erwischt hat und dann 100 Meter des Parcours nicht gefahren ist und dann vom Ziel noch einmal zurück musste. War er schon im Ziel und hat nochmal zurück, oder ist er selber draufgekommen und hat kurz vorm Ziel umgedreht? Ja, es ist am Tracking nicht ganz klar rausgekommen. Jedenfalls hat er dadurch dann noch seinen dritten Platz verloren, dass er 100 Meter Zielparcours verpasst hat und noch einmal zurück musste. Und dann ist er noch überholt worden und hat den dritten Platz auch noch verloren. Ja, es ist, also ich muss sagen, ich bin Abdullah kennengelernt, ich habe ihn davor nur aus Berichten gekannt oder so. Ein absolut cooler Typ und ich habe echt so mit ihm gelitten. Also natürlich frei ihm über Platz 2, aber er hat sich den zweiten genauso verdient und wie er da seine Probleme gehabt hat am letzten Parcours, im Schlafentzugs, weiß ich nicht, Wahn und mit dem Defekt Teufel und dann am Schluss noch in der Stadt, er ist wirklich in der Stadt herumgeirrt irgendwie. Ja. Und dann ist der Team der Witte noch Dritter geworden, der die ganze Zeit deutlich hinter Abdullah war, ne? Und er hat quasi in der Innenstadt den Weg nicht gefunden, ist herumgeirrt und der Team ist einfach vorbeigefahren. Ein paar hundert Meter vor dem Ziel, es ist echt, echt irre. Jetzt haben wir die Top 4 eigentlich schon gut durchbesprochen. Was natürlich alle interessiert, sind die Hard Facts. Und vor mir liegt eine fein säuberlich ausgedrückte Excel-Tabelle. Also bitte, leg los.
eine Minute. Ganz, ganz cool. Neun Tage, 4,5 Stunden war meine Zeit. Der Tim, der Witte, war 9 Tage 13 und der Abdullah 9 Tage 13 und 43 Minuten. Also ja, eine halbe Stunde hinterm Team, weil der Team hat gehabt 9, 13 und 11. Der André Bachmann, von dem wir oft gehört haben, der war 9 Tage 17 unterwegs und dein Liebling war auf Platz 27. Und du hast das gesagt, also wir reden natürlich vom Victor Bossoni, der hat die schnellste Zeit am letzten Segment. Aber sowas von enorm. Ich habe wirklich die beste Zeit gehabt am letzten Segment, weil da war ich echt gut drauf und habe gut aufgeholt nochmal auf den Robin. Und ich bin im Ziel gewesen und habe mir gedacht, passt, hey. Zumindest kann ich für mich selber sagen, hey, am Ende nochmal das Beste gegeben. Und der Victor Bossoni ist nach 12 Tagen ins Ziel gekommen, noch drei Tage hinter mir. Und ich habe dann eigentlich die Zwischenzeiten nicht mehr angeschaut, weil ich habe noch ein paar Leute verfolgt, die ich persönlich kenne und natürlich noch mich gefreut für jeden, der es ins Ziel schafft. Aber der Victor hat dann einfach meine Zeit um 7 Stunden unterboten am letzten Segment. Das ist halt einfach unglaublich. Ja. Natürlich müssen wir noch erwähnen, Jana Kesenheimer, schnellste Frau, Gesamtplatz 13, 11 Tage, 4 Stunden. Unglaubliche Zeit da mittendrin in den Top 20, wirklich grandios gefahren. Auch wir werden es hören, beim Live-Podcast wahrscheinlich auch mit vielen technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Ja, gratuliere auch dazu. Und nachdem sie ja leider für den Live-Podcast mit der Jana keine Tickets mehr gibt, natürlich wird es die Folge dann auch online geben auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr zuhört. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, bin sehr gespannt und ist immer super interessant, das Rennen aus der Perspektive einer Frau zu hören und zu hören, wie sie das erzählt, weil es geht jetzt gar nicht darum, dass es vielleicht von körperlicher Seite ja oder nein Leistungsunterschiede gibt. Gerade auf Langstrecken ist dieser Leistungsunterschied zwischen Männern und Frauen immer kleiner, aber es ist es von der persönlichen Seite her sicher Unterschied, wenn du als Frau allein unterwegs bist in fremden Ländern. Ich glaube, das macht in deiner Psyche doch einiges aus. Das TCR hat den Internetdiskurs Bär oder Mann eindeutig zugunsten des Bären beantwortet. Also, welcher Diskurs war das? Ich möchte den Diskurs nicht nochmal aufmachen. Wir haben es aber eigentlich im Podcast schon beantwortet. Die Marei hat eine Begegnung mit einem Bären gehabt und die war weniger furchteinflößend und weniger unangenehm als die Begegnung, die eine Teilnehmerin nach dem TCR, nachdem die Ergebnisse schon official waren, geteilt hat, dass sie von einer Gruppe Männer belästigt worden ist und sie sich das sehr, sehr unwohl gefühlt hat. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, was das dann wirklich bedeuten kann, wenn du allein so einer Situation ausgeliefert bist und ja wirklich, wirklich Angst hast. Ja, wenn wir mit der Jana sprechen, dann werden wir sicher das Thema auch aufgreifen und dann werdet ihr hören, was die Jana dazu sagt und wie das aus ihrer Sicht gelaufen ist. Wir kommen jetzt dann wirklich zum Ende. Wir haben nächste Episode, wird noch eine Feedback-Folge sein. Wir haben ein paar Fragen-Antworten vorbereitet. Ihr könnt uns auch gerne noch was schicken. Vielleicht ist es jetzt schon zu spät, aber wir haben dann immer wieder mal Folgen in der Zukunft, wo wir dann gerne Fragen auch beantworten können. Ja, und eigentlich habe ich noch ganz viel im Kopf, was ich irgendwann einmal erzählen möchte im Podcast, aber das muss wahrscheinlich nicht mehr heute sein. Ich habe mir noch die Leistungswerte ausgeschrieben. Brauchen wir das heute noch? Ich glaube, das ist so klassisch für die Frage-Episode. Genau, da werden wir noch ein paar Zahlen herausarbeiten. Heute hören wir ein bisschen mit den schönen Emotionen auf, wenn man Istanbul erreicht hat, in Roubaix gestartet ist, sein Radl über eine Stiege getragen hat, ganz am Schluss. Und ich habe die Rocky-Musik im Hinterkopf. Und dann mit dem letzten Feuchttuch quasi sie frisch macht und dann verdient ins Bett geht und eine Runde schläft. Wir
gehen jetzt wieder über auf den normalen wöchentlichen Rhythmus. Wir werden jetzt wieder freitags veröffentlichen. Wir haben ganz, ganz coole Gäste in der Pipeline. Freut euch drauf, bleibt uns treu und danke fürs Zuhören. Podcast-Werkstatt.